So, hallo meine Lieben, hier mal wieder ein Video von mir. Ich bekomme immer wieder die Frage aktuell, ja, wir können ja nichts mehr kaufen, das Geschäft muss doch jetzt komplett zum Erliegen kommen, die Leute bekommen ja keine Aufenthaltserlaubnis, bla 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 bla. Ja, wenn es so sein sollte, dann ist es halt so, dann ist es halt nichts für euch. Versteht ihr, dann ist halt die Türkei nichts für euch oder Alanya nichts für euch. Dann müsst ihr halt zum Beispiel in ein EU-Land. Und ich habe immer gedacht, man braucht als EU-Bürger keine Aufenthaltserlaubnis in einem anderen EU-Land. Aber da habe ich mich gewaltig getäuscht. Ich habe gehört, in Spanien brauchst du trotzdem eine Aufenthaltserlaubnis und in anderen EU-Ländern auch. Ja, da lernt man immer dazu, weil wir haben neulich wieder Gespräche gehabt mit Kunden, die schon was gekauft haben und denen kommt halt kein anderes Land in Frage. Ja. Holland, ach ja, genau, das wurde ja auch gesagt. In Holland müssen Leute, die ein Visum oder Aufenthaltserlaubnis haben möchten, müssen sie 500.000 Euro für 500.000 Euro etwas kaufen. Ja? Stell dir mal vor, in Holland, ja? Ich dachte, das ist ein EU-Land und braucht man nicht. Nein, man braucht es trotzdem. Ja, meine Lieben, hier haben wir ein wunderschönes Objekt. Es ist eigentlich eine gute Lage. Es ist in Mahmutlar. Es ist nahe zum Strand. Gerade mal 3-4 Minuten zu Fuß, nicht mal. Ja. Und zwei Balkone, zwei Bäder, 125.000 Euro. Und jetzt kommt das Besondere. Ja, weil mich bei den Gesprächen haben wir auch geredet über das Finanzsystem und so weiter. Wir sagen ja schon immer, das wird zusammenfallen oder das wird zusammenbrechen. Oder da wird nichts zusammenbrechen, man wird still und heimlich enteignet und das ist eher das Hauptding. Ja. Leute, übrigens, es regiert gerade eine Grünen-Partei mit der SPD und der FDP und stellt euch mal vor, was der Verteidigungsminister Pistorius, ich weiß schon, das war Spaß. Was der gesagt hat, ist aber nicht Spaß. Ja? Ihr könnt es bitte googeln. Ja? Er hat gesagt, die Deutschen sollen sich wieder mehr an die Kriege nicht nur gewöhnen, sondern auch so eine Art Geschmack dran finden. Ich habe jetzt die passenden Worte nicht dazu. Das ist unfassbar, Leute. Eine grün regierende Bundesregierung sagt der Verteidigungsminister so etwas. Leute, es ist außen vorbei, sage ich doch schon immer. Es ist ja, und bei den Gesprächen sind wir halt am Ende wieder auf die Türkei gestoßen. Ja? In vielen Ländern ist es wunderschön, in vielen europäischen Ländern ist es wunderschön, auf der ganzen Welt ist es wunderschön. Aber zum Beispiel Madagaskar, da kaufst du was und nach 99 Jahren wird es dem Staat zurückgegeben. Ja? Haben wir das in der Türkei? Nein, du kaufst was, das gehört für immer, ist dein Eigentum, dein Grundbuch. Ja? Wer das nicht glaubt, braucht nur Firma Bosch, hat schon über 100 Jahre Grundbücher in der Türkei und viele weitere Firmen, viele weitere Privatpersonen haben Grundbücher schon. Wir haben ja das Katasteramt schon seit 1700, ja, gibt es in der Türkei schon ein Katasteramt. Nur nebenbei gesagt, in Griechenland erst seit 2017, nach dem Finanzdebakel, ja, wurde es erst 2017 eingeführt in Griechenland, ohne Griechenland jetzt schlecht machen zu wollen, okay? Ja, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Mir wurscht, kauft, wo ihr wollt, lebt, wo ihr wollt, macht, was ihr wollt. Ein Kunde und eineinhalb Kunden wollte ich schon fast sagen, der andere überlegt gerade, was er machen soll und der andere hat sich schon dazu entschieden, ohne in Panik geraten zu wollen, ne? Haben wir alles in ganz Ruhe alles besprochen, will der eine Herr mit seiner lieben Frau, wollen sie wieder was kaufen von mir, um die Euros in Sicherheit zu bringen. Denn sie müssen unbedingt ihr Zeug verkaufen in Deutschland, weil ja
Grundsteuer in Deutschland, irgendwas, ihr wisst schon, wie heißt das, diese Begriffe immer, habe ich vergessen. Schreibt es bitte im Kommentarbereich, falls einen von euch das einfallen sollte und er Lust dazu hat. Lastenausgleich, Lastenausgleich, das soll wirklich kommen, davor hatten wir schon immer gewarnt und das soll jetzt wirklich jetzt kommen, ja. Und noch viel schlimmere Sachen. Übrigens muss ich die Wohlhabenden in Deutschland bitte auch mal in Schutz nehmen, ja. Die Leute denken immer, das sind neidisch an mir, der, wieso hat der das, das? Ja, vielleicht hat er seinen Arsch halt mal hochbekommen, während du gar nichts gemacht hast. Hat der halt was gemacht? Der hat gearbeitet und Geschäfte gemacht, ja. Oder einen Betrieb gegründet oder was auch immer. Ja, natürlich, ich hoffe auf einen guten Weg, ohne andere damit auszusaugen oder zu betrügen oder was auch immer. Dann ist nämlich alles okay. Ja. Gilt auch für Tiere. Ja. Nicht, dass einer meint, er kann die Eier billiger verkaufen, indem er noch weniger Platz für die Hennen hat. Apropos Legehennen, apropos Eier. Seit wann sind die Grünen an der Macht? Was haben die da für ein Gesetz rausgebracht? Diese Säue, diese Schweine, diese Mütter, die da Ferkel kriegen, die sollen da 10 cm mehr Platz bekommen. Leute, ich könnte heulen, ich könnte heulen. Übrigens, jeder, der so Tiere so in Zäunen, in geschlossenen Gebäuden gefangen hält, ja, egal wie viel Platz der da, das geht nicht, Mensch. Eine Mischung muss es sein, Auslauf und Schutz vor schlechtem Wetter und draußen im Freien Auslauf und Schutz und da, wie kann man das machen? Ja, indem man einfach das macht und dementsprechend halt die Preise verlangt. Eigentlich müsste dann der Staat sagen, das muss jeder so machen. Ein Tier muss 50-50 draußen sein und auch drinnen Platz haben. Und ein Tier muss mindestens meinetwegen mit 10 Meter Platz für sich alleine haben. Ja? Und dann wird halt natürlich das Fleisch teuer. Na und, mein Gott, dann wird halt das Fleisch teuer. Dann isst du halt nicht jeden Tag, sondern isst halt einmal die Woche oder was auch immer. Wir müssen, solange wir auch nicht die Tiere, ich sage nicht, dass ihr Vegetarier werden sollt oder was, ja, oder Veganer, solange ihr nicht auch die Tiere, solange wir nicht auch die Tiere barmherzig und gut behandeln, werden wir Menschen nie richtig Menschen. Ja? Werden wir Menschen nie richtig Menschen. Übrigens, never ever würde ich mich hier immer als Guten oder so hinstellen. Ich esse genauso auch mal billig Fleisch von Hähnchen wahrscheinlich, die da auch gelitten haben. Ich werde bestimmt meine Strafe dafür auch bekommen und ist auch gerecht, ja. Oder Muscheln, ich kaufe immer frische Muscheln, ja, also lebende. Und das sind so 20 Stück in so ein Netz. Und die haben halt ein schönes Leben gehabt im Meer, ja, gut. Und dann, was mache ich dann? In kochendes Wasser alle reinschmeißen, ja. Ist das gut? Frage ich mich. Ja. Ist das gut? Ne. Wenigstens halte ich halt die Sachen ein, dass es wirklich kochendes Wasser sein muss, ein großer Topf ist. Ich mache das und es ist, ich glaube mal, es ist nicht gut, ja. Aber ich bin halt süchtig danach. Das schmeckt so gut, ja. Und als Ausrede kann ich da aber nicht nehmen, wenn ich die nicht gegessen hätte, hätten die nicht gelebt, weil im Meer lebt ja alles und wächst ja alles. Und ja, ihr merkt, ich bin auch kein Engel und ihr merkt, ich bin selber noch zwiegespalten und aber das ist ja mein Leben und ich lebe mein Leben, soweit ich kann, im Guten und vor allem rette ich Menschen und viele Menschen habe ich schon gerettet und das ist echt schön und vielen Dank auch an die, die das dann auch mir sagen. Mensch, Ali, wir waren da und da. Das machen nicht viele, aber zum Glück gibt es da einige, die das machen. Die muss man natürlich auch nicht machen, ist ja klar. Muss man auch nicht machen. Ich brauche sowas nicht. Aber ich finde es nett und lieb. Ja, wir waren da und da in den Bergen, haben da gegessen und haben das total genossen. Es war wunderschön mit unseren Freunden und das haben wir die zu verdanken. Ja, das klingt blöd, ich weiß, ja. Aber ist doch schön. Also ich habe den Beweis, ich habe Menschen auch mal was Gutes getan. Und ich lüge ja nicht, hier ist ja geil. Ja? Ja, okay, ich bin jetzt ruhig, ihr wollt jetzt die Wohnung hier sehen. Übrigens habe ich ein neues Mikro gekauft und ich bin gespannt, wie es jetzt klingt.
Auf jeden Fall wird man was hören. Nur wie es klingt, ist die Frage. Also, jetzt zeige ich euch mal die Wohnung. Ihr seht schon, die Küche ist nicht riesengroß, aber es reicht. Kleiner dürfte sie nicht sein. Und die Kühlschranktüren sind auf der richtigen Seite. Und wir haben zwei Bäder, zwei Balkone. Und es ist 2012, soviel ich weiß, knapp 100 Quadratmeter brutto und voll ausgestattet. Und wir haben alles in der Nähe. Das ist der Vorteil von Mahmutlar. Ja, hier der Pool mit Kinderbereich. Hier seht ihr es. Ich erzähle euch keinen Schwachsinn. Hier seht ihr es. Da, von da nach da vorne, zack, bumm, fertig. Und das Gute ist, ihr seid auch nicht in ein Hochhaus, sondern wie viele Stockwerke? 5 Stockwerke, glaube ich. Schauen wir gleich mal nach. Und die Möbel sind auch okay. Also, Koffer packen, umziehen. Schenkt euch das, Leute. Passt auf. Schenkt euch eine schöne Wohnung. Schenkt euch, tut euch was Gutes mal. Ja, passt auf, Leute. Ja, bringt euer Geld in Sicherheit. Bringt euer Geld in Sicherheit. Die Wohnung hier kostet ja keine 200.000 Euro, sondern ist ein Mahmutlar, also da ist eh IK mit nicht erlaubt, aber ihr könnt halbes Jahr, also dreimal 3 Monate hier verbringen und ihr wisst ja, Hotel schmeckt es nicht gut, auch wenn es schön ausschaut, es schmeckt nicht gut. Ihr könnt hier selber kochen, ihr seid hier, habt ihr eure Ruhe, nicht ständig klopf, klopf und die Reinigungsleute nerven ein. Bei mir im Hotel hatte ich der halt 200 Lira Trinkgeld gegeben und dann hat sie mich jede halbe Stunde gestört. Soll ich noch was bringen? Soll ich was machen? Mensch, lass uns in Ruhe, habe ich gesagt. Da habe ich es bereut, dass ich ihr Trinkgeld gegeben habe. Ja, Leute, es ist alles ganz interessant, wie man mit was umgehen muss. Ja, dann, lieber gibt es da dann kein Trinkgeld. Ja, dann hast du da Ruhe. Verstehst? Und die hat nicht drauf gehört. Ja, verstehst? Dann habe ich den Zettel hinten auch vorne an die Tür hingehängt. Bitte nicht stören. Ohne Schmarrn habe ich hingemacht. Dann klopft wieder, das habe ich gesagt, jetzt werde ich sie aber dermaßen zusammenscheißen, ja. Ich habe das Ding vorher da hingehängt, warum stören Sie mich schon wieder? Da sagt sie, da hängt nichts. Erzähl mir doch keinen Schwachsinn, ja. Da habe ich die dermaßen zu Sau gemacht, ja. Wenn sie mich noch einmal klingelt, gehe ich runter zum Manager und werde mich über sie beschweren und dass sie das nur machen, um aus mir noch Trinkgeld rauszudrücken. Ja, solche Scheißsachen erlebe ich. Ich meine es nur gut. Ich meine es nur gut, Leute. Versteht ihr? Ich meine es nur gut. Ja, ich auch habe ich es gut gemeint, dass ich gedacht habe, ich gehe ins Hotel mal, dass meine Frau auch entspannen kann, nicht mit der Spülmaschine. Ich koche ja auch und ich helfe ja immer mit. Aber trotzdem, dass sie halt ihren Teil halt nicht machen muss, haben wir gedacht, mal eine Woche mal entspannen. Und was war? Essen war scheiße, alles war scheiße. Danach waren wir krank. Ohne Scheiß, Leute. Ja. Und ich sage euch, was hat mit dem Hotel nichts zu tun? Das ist allgemein so, ja. Und vielleicht gibt es ja für die Woche 5.000 € Hotels, wo es nicht so ist, ja. Aber auf sowas habe ich dann auch wieder keine Lust. Ne? Das Geld ist mir dann zu wertvoll. Ja? Das spendet man lieber. Ja? Und also bringt euer Geld in Sicherheit. Ja? Schenkt es nicht Angela Merkel. Ja? Ich will immer Angela Merkel erwähnen. Sie hat. Alle fangen es da an, irgendwie sie zu loben. Nein, sie war das Obermonster. Ja, Mensch, dass ihr das nicht schnallt. Und nimmt das in Schutz, bevor es den Israelis oder den Ukrainern geschenkt wird. Ja, der Militär meine ich, ne? Wenn es natürlich den Menschen gegeben werden würde, wäre es was anderes. Also hier lang zu 125.000 € und ihr habt eine schöne Wohnung nahe dem Strand. Ja, voll ausgestattet. Schenkt euch ein schönes Leben. Ihr müsst hier nur wenn ihr halt wieder zurückfliegt nach Deutschland, die Balkonsachen reintun. Geklaut wird es nicht, deswegen nicht, sondern wenn wir im Herbst Stürme haben, da habe ich schon Glastische rumfliegen sehen, ohne Schmarrn. Ja? Und dann habt ihr eure Ruhe, dann passiert nichts. Und nein, wir sind nicht in China oder was weiß ich wo man noch im dritten Stockwerk auch noch die Fenster vergittern muss. Nein, wir sind hier in Alanya und hier habe ich noch nie gehört, dass irgendeiner ausgeraubt wurde oder irgendwas geklaut wurde. Habe ich noch nie von meinen Leuten gehört. Schaut das nicht schön aus? Hä? Schaut das nicht schön aus? Nein, es ist keine 200.000.
Ich bin nicht ein Makler, der sowas für 200.000 verkauft. Ist viel zu teuer für 200.000. Egal wie schön das jetzt hier ist, ja, es ist eine Drei-Zimmer-Wohnung und es ist eine schöne Wohnung. Man könnte vielleicht 150, 160 vielleicht verkaufen, was ich auch nicht machen würde. Aber 125 ist super, ja, ist super. Hier eines der Schlafzimmer. Hier eines der Bäder. Hier das Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad, schönen Tapeten, eigenem Balkon. Hier mit großem Schrank noch dabei. Hier das Schlafzimmer, Bad. Auch sehr schön, muss man eigentlich gar nichts machen. Hier haben Sie das hintere, den hinteren Balkon haben Sie verglasen lassen, also müsst ihr nicht mehr machen. Das ist auch eine Art von Verglasung. Hat Vor- und Nachteile. Nachteile ist, man kann es nicht komplett aufschieben, wie manche das machen lassen haben. Vorteil ist, man macht einfach nur die Fenster auf und dann ist erledigt. Ja. Dann, ja, wie ein weiteres Zimmer, ne? Kannst du schon sagen. Ne? Ja, hier der Eingangsbereich. Und hier funktioniert noch alles, wie ihr sehen könnt. Alles schön sauber und ordentlich. Und Pool hatte ich ja schon gesagt. Sonst haben wir nicht Großartiges. Nebenkosten sind 35 Euro mit Pool, mit Gärtner, mit Aufzug, mit allem drum und dran. Und hier seht ihr, wo die Wohnung ist und wirklich nahe zum Beach Club. Wir haben auch eine Unterführung zum Strand rüber. Ihr müsst nicht über die Straße laufen. Und hier wäre die Wohnung. Und in der Nähe sind alle möglichen Geschäfte. Also ihr habt hier, ihr seid hier nicht irgendwo versteckt, was weiß ich wo. So, soviel von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Teşekkürler. 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 Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler.